Herzlich willkommen zurück bei The Solace Project. Die letzte Aufnahme ist ein bisschen her und in der Zwischenzeit ist das Spiel auch als Vollversion erschienen. Und wir setzen unseren Weg fort. Wir kamen ja von dort, wo das große dicke Kabel herkommt. Und sollen jetzt irgendwie einen Weg dorthin finden. Und dort hinten befindet sich eine Tür, wo wir einen Schlüssel brauchen. Also würde ich sagen, wir schauen uns hier einfach mal um. Ich muss mir auch erstmal wieder an die Steuerung und das ganze Gelump gewöhnen. So, also ein Schlüssel wird benötigt. Das hier könnte auch eine Art Mechanismus oder so sein. Oder einfach nur ein höchst dekoratives Element. Wer weiß das schon so genau, was die Erbauer sich hierbei gedacht haben. Okay, hier ist auch zu und auch hier brauchen wir einen Schlüssel. Ja, Schlüssel benötigt, den wir natürlich nicht bei uns tragen. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir jetzt einfach mal alle Wege aus. Wir können auch mal querfeld eingehen. Autsch. Jawohl, das war sehr schlau von mir. Ich bin halt ein echter Survival-Experte. So, hops. Was gibt es denn hier? Nichts. Achso, genau. Wenn man ins Wasser geht, wird man ja nass. Das ist ja so richtig wie in echt. Ja. Und jetzt kommen wir hier nicht raus, oder was? Komm jetzt da raus. Nicht, dass jetzt uns die Fackel ausgeht. So, das hat gerade nochmal geklappt. Warte mal, ich glaube, wir müssen... Können wir da vielleicht drüber? Hops. Ach komm. Ernsthaft jetzt. Du kommst hier nicht hoch, oder was? Doch, komm. Du willst es und du kannst es. Geht doch. Kommen wir hier hoch? Jawoll. Hm? Grafikbug, oder was? Auf jeden Fall ist da hinten eine komisch leuchtende, riesige Götzenstatue. Ein riesiger Schädel. Da liegt doch auch irgendwas auf dem Boden. Kipp hier mal runter. Die Musik wird schon wieder so ein bisschen... ist das? Ich gucke jetzt erstmal da hinten. Was ist denn das hier? Was liegt denn da? Ein Karren? Hm. Liegt einfach so ein Karren rum und hier? Was? Was ist das? Lichtkristall? Ja, können wir leider nicht mitnehmen. Überleg gerade. Ich hau fast mal den weg und nehme lieber den Lichtkristall mit, würde ich fast sagen. Plupp weg. So, und jetzt den da mitnehmen. Okay. Hier ist wieder so eine komische Schale. So, irgendwie mag ich das Fackellicht lieber. Hat so was Warmes. Okay. Da hinten ist auch noch irgendwas. Guck mal, da liegt hier so ein komisches Ding drin, was immer das ist. Sieht aus wie so ein Ei, was geschlüpft ist oder so. Oder ein Gefäß. Ja, der Weg ist gesäumt mit diesen ganzen... Warte mal, hier ist irgendein komisches Zeichen. Können wir aber auch nichts machen. Aber da liegt doch irgendwas drin. Ein Lichtkristall. Mhm. Okay. So, was bist du jetzt hier, du riesiger Schädel? Der nicht sehr freundlich aussieht. Ist irgendwas hinter versteckt? Nein. Was möchte uns der Schädel sagen? Wahrscheinlich nichts. Er ist schweigsam. Hm. Okay. Überall irgendwelche Trümmerteile und irgendwelche komischen Fragmente verteilt. Gut. Da haben wir die Fackel hingeworfen, deshalb leuchtet das, also dieses, den Leuchtstab, deshalb leuchtet das so grün. Hm, na gut, dann gehen wir mal weiter schauen. Hops. Hops. Komm. Ach, wir sind gar nicht nass. So, hier den Balken entlang. Jetzt wollte ich mal schauen, hier ist auch nur wieder so ein Kristall. Müssen wir die vielleicht da in die ganzen Schalen legen? Ich jetzt nicht wüsste, welchen Sinn das erfüllen soll. Oh, ich kraxel ja einfach mal weiter durch.
dachte, ich hätte irgendwo was gehört, wie sich irgendwas bewegt, aber das war wohl nur eine Halluzination. So, dann schauen wir mal, ob hier noch irgendwas zu entdecken ist. Oder waren wir hier vorhin schon? Das sieht alles... Nee, jetzt sind wir hier, jetzt waren wir da, also theoretisch noch geradeaus durch könnten wir uns nochmal umschauen. Ja, hier braucht man ebenfalls einen Mechanismus bzw. einen Schlüssel. Gut. Schaue ich hier nochmal ein bisschen links und rechts so ein bisschen und dann gehen wir da hinten geradeaus durch. Und ich hoffe, wir werden dort fündig. So, hier scheint auch nichts versteckt zu sein. Hm. Hier noch irgendwas versteckt. Das sieht nicht so aus. Naja, hier gibt es nichts zu holen für uns. Hops. Gut, dann können wir, glaube ich, zur Mitte und dann weiter erkunden gehen. Okay, unser Wasservorrat sinkt beträchtlich. Sollten wir wieder ein Schlückchen trinken. Also man braucht jetzt hier 3 Schlüssel, wenn ich das richtig sehe. Und wir besitzen zurzeit 0. Jetzt geht das große Erdbeben wieder los. Toll. Sehr beruhigend das Ganze. Bin gerade schon wild am Grübeln und überlegen, wie wir jetzt hier eigentlich weiterkommen. Ob hier noch irgendwo ein Seitengang versteckt ist oder so. Ja, wir trinken ja gleich was. Wir trinken doch gleich was. Aber zunächst einmal möchte ich hier kurz mich weiter umschauen. Hm. Ja, hier ist auch nur wieder ein Tor, wo man Mechanismus benötigt. Und da hinten ist die Zielpeilung. Hm. Irgendein Trick muss es doch hier jetzt geben. Hops. Was übersehen wir? Hier wird auch wieder ein Mechanismus sein, schätze ich, für den wir keinen Schlüssel besitzen. Ganz genau. Hm. Da gucke ich jetzt nochmal in der Mitte, ob wir da irgendetwas übersehen haben. Und wir haben auch diese komische Kugel hier eingesammelt. Ein Kühler. Ich weiß nur nicht, was... Ja, wir trinken ja schon. So, rein damit. Ein Kühler. Aber den können wir auch nirgendwo hinlegen oder kombinieren. Guck mal, da wird uns gleich kalt, wenn wir das Ding in der Hand halten. Interessant. Wir können ja auch nicht interagieren oder so. Können wir da... Nee, können wir nur auf den Boden schmeißen. Hm. Wofür haben wir jetzt diesen Kühler? Wir haben 3 Wege und keiner führt uns weiter. Wir sollen irgendwie einen Weg dort hochfinden. Drauf klettern wird wohl auch nicht funktionieren, nein. Da ist guter Rat jetzt teuer. Eins Idee hätte ich, dass wir nochmal zurückgehen, aber was soll uns das bringen? Ich mache hier mal an der Stelle einen kleinen Cut und schaue mich mal ein bisschen um. Und melde mich dann hoffentlich gleich mit einer neuen Erkenntnis zurück. Bis gleich, Freunde. So, da bin ich wieder. Hab hier mal fleißig rumgeschaut. Da hinten ist die Zentrale quasi hier von dem Raum. Und wenn man nämlich jetzt hier langläuft, habe ich nämlich was übersehen vorhin. Da hinten ist das Tor. Da ist diese große Götzenstatue. Und hier gibt es nämlich noch ganz viel Stuff. Hier schauen wir uns jetzt mal weiter um. So, können wir hier irgendwo vielleicht was trinken? Ich verdurste gleich. Erstmal weiter essen. Besser als nichts. Gibt es hier vielleicht irgendwo? Da ist was zu trinken. Schnell rein damit. So, gut. Und jetzt schauen wir uns hier mal um. Erstmal Kerze an. Inventar ist voll, natürlich. Ja. Klick. Okay. Ach, er ist wohl hier beim Warten aufs Essen verhungert. Oh, wieder
Ein Meteor. Bumm. So. Ah, okay. Hier brennt die Leiche eines kleinen Wesens. Sehr vertrauenserweckend. Mögen die Himmelswesen im Tod für sich sorgen, wie sie es im Leben taten. Möge dein Licht dir den Weg durch die Dunkelheit zeigen und dich zur Sphäre des Himmels leiten. Okay, da wieder das Symbol. Sonst gibt es hier nichts. Ja, hier brauchen wir halt immer noch den Schlüssel. Okay, das war jetzt ja nicht so viel. Wenn ich hier einfach nochmal rum. Irgendwo gab es doch diese. Auch so eine Statue, wo auch das Symbol drauf war, bin ich der Meinung. Wo war denn das? Hier haben wir den Kristall weggehauen. Das ist wieder die böse große Götzenstatue. War das hier? Da ist wieder das Symbol. Und da ist ein Schlüssel. Hey. Ist natürlich die Frage, was machen wir da zuerst auf? Musik schon wieder so ein bisschen. Autsch, ich Vollidiot. Musik wird wieder ein bisschen bedrohlich. Dann gehen wir jetzt mal zurück dort, wo auch dieses Symbol abgebildet war. Das war hier. Und schauen mal, ob wir jetzt das Tor öffnen können. Sollte ja eigentlich machbar sein. Warte mal, wir füllen nochmal vorher die Flasche auf. Das wäre, glaube ich, ganz ratsam. So. Fackel wieder raus. Trinken wir nochmal was. Kalorien sehen aber nicht so doll aus. 1200. Können wir da vielleicht noch ein bisschen nachfassen? Jawohl. Wasser ist auch noch nicht in Ordnung. Warum nicht? Dann trink noch mal was. Jetzt sind wir bestens ausgerüstet. So, und jetzt bitte den Schlüssel hier hinein. Ich gehe mal lieber ein Stück zurück. Was erwartet uns jetzt? Noch eine große Götzenschädel da hinten. Da ganz viele Alien-Eier. Ganz viele. Eine in einer Box. Wow. Da ist noch eins. Also verhungern werden wir hier nicht. Da ist wieder so ein Ei. Hier wieder ein Kristall. Einfach so in dieser Schale. Was haben wir hier? Ein Stein. Ist das vielleicht ein Rätsel? Da ist der nächste Schlüssel. Sehr gut. Oh, das Erdbeben geht wieder los. Das gefällt mir nicht. Kommt da was? Was ist denn jetzt los? Grafikfehler oder? Ja, gut. Lichtkristall, aber warum? Warum? Einfach nur so. Lichtkristall haben wir ja. Ja, gut, dann lasse ich den hier drin. Das bringt uns sowieso nichts. Wow. What the fuck? Wow. Wir sind definitiv hier nicht erwünscht. Die Fallen werden etwas moderner langsam. Jetzt schon Sprengsätze hier. Okay, den Schlüssel haben wir dann. Würde ich sagen, machen wir uns auf zum nächsten Tor. Flitzen wir mal in die Mitte und dann gleich weiter. Ja, immer noch bleibt die Frage im Raum stehen. Wer hat das Ganze hier erbaut? Wer hat die Fallen ausgelegt und warum? Was wird hier beschützt? Ist das eine unerschöpfliche Energiequelle, eine mächtige Waffe? Vielleicht beides? So, hier kam, würde ich sagen, der Volks... Warte mal, da hinten. Dort haben wir das Tor offen, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal hier hin. Ich denke nicht, dass das einen großen Unterschied macht, in welcher Reihenfolge wir die Tore öffnen. Hoffe ich zumindest. Ah, die Geräuschkulisse wieder sehr vertrauenserweckend. Was sagt denn unser Körper? Der ist noch gut dabei.
Essen, Trinken passt alles. Körpertemperatur ist auch in Ordnung. Schlafen sollten wir bald mal wieder. So, und den nächsten Schlüssel rein. Ich gehe wieder ein Stück zurück. Wir müssen mit allen möglichen Fallen rechnen. Hier sehe ich einige Minen auf dem Boden. Da sollten wir also nicht reintreten. So, und da liegt der nächste Schlüssel. Und was steht denn hier? Utukus Warnung. Ungläubige, haltet euch fern. Ertrinkt in eurem falschen Glauben. Verhungert an euren Zweifeln. Nur der Tod erwartet die Treulosen. Okay. Erstmal der Weg bis auf Weiteres verschlossen hier. Aber wir haben einen neuen Schlüssel. Und das... Oh, da jetzt nicht gerade reinrennen. Ich flitze hier mal durch, nicht, dass wieder eine Falle ausgelöst wird. Und dann bleibt uns ja eigentlich nur noch ein Tor übrig. Die Spannung steigt, was wir dort hinter erwarten dürfen. Muss ich nur mal schauen, wo das letzte Tor ist. Ich glaube, hier geradeaus durch, ne? Ja. Geradeaus durch. Da hinten, das haben wir offen. Nun gut. Ich bin mir immer noch nicht im Klaren, was es mit diesen Götzenstatuen auf sich hat. Es werden ja immer mehr und immer größere. Aber ich weiß nicht, ob sie als Abschreckung dienen sollen, ob sie vielleicht einer Gottheit nachempfunden sind. Ich hoffe, wir werden es herausfinden. So, und den Schlüssel rein. Wir gehen wieder ein Stück zurück. Was verbirgt sich hier? Wieder diese gefangenen kleinen Figuren. Was bist du? Passiert da was? Ja, da passiert was. Okay, das war dumm. Hätte ich mir denken können, dass das eine Falle ist. Und wir nutzen die Chance und... Warte, wie ging denn schlafen noch gleich? Verdammt. Wie ging denn jetzt nochmal schlafen? R für Rest? Nein. Z geht auch nicht. U geht nicht. H geht nicht. B. B wie Beginn der Schlaf. So, wir schlafen kurz. Oh. Gute Nacht. Jetzt haben wir nochmal ein bisschen stricken. Ganz ein bisschen ausgeruht. Unsere Schlafqualität ist gut, das ist doch schön. Wir sollten uns merken, dass fast alles, was hier irgendwie mittig auf dem Boden platziert ist, meistens eine Falle ist. So, okay. Wie jetzt? Sackgasse? Ich hoffe doch nicht. Geht's hier? Ah, da ist noch ein Weg versteckt. Ist hier noch irgendwas? Nein. Ich werde langsam wieder ein bisschen paranoid. Irgendwelche Stäbe. Warum wird die Musik jetzt schon wieder so unruhig? Noch ein Schlüssel. Jetzt zünden hier mal das Licht. Absorbiert Wasser, trocknet dich. Hm, was haben wir hier? Leere Flasche, ach. Okay. Das Schild haben wir auch noch. Musikspieler. Kabel. Hm, nun gut. Ach du Scheiße. Raus, renn, 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 renn. Sehr nett. Sehr, sehr freundlich. Okay, aber wir haben jetzt schon mal noch einen Schlüssel. Jetzt muss ich nur mal rausfinden, wo wir den platzieren können. Oh, da wäre ich jetzt fast wieder reingerannt. Das hätte wieder gut zu mir gepasst. Okay, wir haben einen weiteren Schlüssel ergattert. Doch wo platzieren wir diesen? Das ist die große Frage. Und ich würde sagen,
damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir unseren Weg weiter fortsetzen hier bei The Solace Project. Oder wollen wir noch... Ach komm, wir erkunden noch kurz. Wir hängen mal ein paar Minuten dran. Die Frage ist, wo könnte es jetzt sein? Ich würde ja gerne nochmal bei dem Götzen schauen. Dehydration. Ja, wir rennen ja schon los. Wir holen uns erstmal noch was zu trinken. Ah, da hinten war eigentlich kein Schlüssel, ne? Ich weiß, dass da noch ein Tor war, was verschlossen war. Aber ich habe dort keine Aufnahme für einen Schlüssel entdecken können. Keinen Mechanismus. Dieses Angstsymbol war hier und dort hinten. Wollen wir jetzt erstmal noch schnell was trinken? Ja, ist ja gut. Prost, hau dich mal richtig voll. Und dann werden wir jetzt die Flasche auch mal auffüllen. Ist die noch aufgefüllt? Ja, gut. Ah, entspannt. Ja, Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann begeben wir uns auf die Suche nach dem Mechanismus, wo wir den Schlüssel denn reinstecken können. Bis dahin, habt noch eine schöne Zeit, Freunde. Macht's gut. Ciao.